Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels! Wir sind in Schweiz, es ist der 23. Januar, die dritte Woche haben wir schon hinter uns als Regierungschefin. Wir haben noch eine Beliebtheit von 60%. Sehr schön, schaut euch das mal an. Ich habe mal hier so drauf geklickt, um was kommt, was kommt. Presseerklärung. Wow, plus 8,3%, das muss ja mit den beliebten Sportlern, das machen wir nochmal. Gesetz außer Kraft setzen. Sozial, humanitäre Administration, Unruhen, plus 9%. Sozial, Seniorentoleranz, öffentliche Finanzen, minus 3%. Besetzung? Welche Besetzung? Was für eine Besetzung? Warum wird das nicht angezeigt? Ich gehe mal davon aus, also nicht, dass mir jetzt hier irgendwer, wird hier Bären besetzt von Demonstranten? Ich gehe mal nicht davon aus. Sit-in. Ja, das ist ja... Ich gehe mal davon aus, dass das die Besetzung als Ministerposten sein soll, nicht wahr? Schauen wir mal unser Kabinett an. So, die Prozentzahlen sagen mir, wer mich wer wie sehr mag. Und da ist keiner dabei, der weit nach unten ausschert. Das ist gut. Alle Minister entlassen. Nein, nicht alle. Schon minus 2,28%. Okay, wir werden uns mit weiteren Schlüsselfiguren treffen, wie zum Beispiel Sportlern. Wer ist da noch beliebt? Mit wem? Der Carsten, den kennen wir ja schon. Ja, dann nehmen wir doch den Kurt Heikerlich. Der ein bisschen aussieht wie... wie heißt er? Jesse... Oh, sag's mir. Der den Mark Zuckerberg von Facebook gespielt hat. Im Film Social Network. Jesse Eisenberg. Eisenberg heißt er doch, oder? Ne? Es ist unglaublich, dass sie ein Dennis Korn als Hintergrundbild haben. Ich glaube es nicht. Das Datum ändern. Alsbald, morgen früh. Okay, ich weiß, du hast ein wichtiges Turnier, Finale von Wimbledon, aber schau doch vorher noch bitte bei mir vorbei. Erpressen und dann natürlich noch gerne einen Schauspieler oder so. Künstler. Sophie. Guck mal, Sophie mag uns. Sophie mag uns. Die Leute mögen Sophie. Da machen wir einen Termin aus, das Datum ändern, auch morgen, okay. Und wenn wir dann wieder unglaublich beliebt sind, dann erhöhen wir die Steuern, um unser Haushaltsdefizit auszugleichen. Wie gesagt, ich würde gerne ein komplett anderes Wirtschaftssystem einführen, aber das ist ja gar nicht möglich. Das wäre mal eine tolle Simulation, falls es da draußen jemand von euch gibt, der in der Spielebranche aktiv ist und oder begabt im Programmieren ist, dem sei empfohlen was der Kommunismus-Simulator. Was in Gottes Namen geht hier vor? Haben die Pazifisten die Macht übernommen, oder was? Hören Sie zu, die ganze Wahrheit. Mit so wenig gut ausgebildeten Soldaten kann ich nichts tun, wenn es einen Konflikt gibt. Wenn Sie unser Land an den erstbesten Feind ausliefern wollen, sagen Sie es nur. Aber ich kann Ihnen garantieren, dann ist die Hölle los in den Kasernen. Ich glaub's nicht. Apropos, das bringt mich auf eine gute Idee. Geld sparen. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Auflösung der Armee gar nicht mal so eine schlechte Aktion ist, ne? Ich meine, klar, wir sind nicht Mitglied der NATO, aber wer soll uns angreifen? Wir sind umgeben von NATO-Mitgliedstaaten. Wir sind neutral ohne Ende. Niemand hasst uns auf der Welt. Im Gegenteil, alle haben sie ihr Geld bei uns. Das heißt, wenn sie uns angreifen würden, würden wir Geld nehmen und es in den Alpen vergraben und dann würden sie es nie wiederfinden. Weißt du? Okay. Deswegen Armee erbauen, das spart Geld. Das spart Geld und ich find's gut. Berufssoldaten, 694. Berufssoldaten. Im Ernst? 700? Verfügbare Reservisten 40.000? Panzer. Panzer. Verteidigungspotenzial, Angriffspotenzial, Geschwindigkeit langsam, Verlegung über das Meer auf Kehn. Wie Schwarzmarkt? An den Schwarzmarkt verkaufen? Können wir nicht an, an die Länder können wir wohl verkaufen? Gehe ich von aus, oder nicht? Was soll denn das? Wir fragen mal in Deutschland an. Bestätigen. Terminkauf in der Menge. Panzer, ungepanzerte Qualitätsmannschaften. Preis. Wir verkaufen alle 13. Warte mal, so viel haben wir doch gar nicht. Hm.
Nee, warte mal. Fair. Ich komme hier nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar, ob wir jetzt kaufen, verkaufen. Wenn dann. Kosten für 3 Jahre. 100 Millionen Schweizer Franken mit Zinsen. Terminkauf folgender Menge. Die Schweiz kauft. Nein, das wollen wir nicht. Den Namen. Warum können wir das nicht ändern? Warum können wir nicht verkaufen? Also mit 134. Ich dachte mir nur 13. Raketenwerfer, Hubschrauber, Jagdflugzeuge. Alles top aktuell. Keine Fregatten, U-Boote. Können wir U-Boote kaufen? Schade. Atomobote. Dann können wir das Tunnelsystem der Österreicher benutzen. Nuklearsprengköpfe wollen wir nicht. Gesetzgebung. Wehrpflicht abschaffen. Bestätigen. Das gibt uns Geld, glaube ich. Auch wenn es wieder rot ist. Schauen wir mal. Wir sehen hier Budget des Ministeriums. Nein, Defizit. Wenn das Defizit hochgeht, ja, dann wissen wir es. Bestätigen. Ah ja, es spart Geld, tatsächlich. Ja, das sind alle dafür, bis auf die Rechten. Die Aktivierung des Kriegsrechts, den Zugang zum das Verlassen, Verwaltung des Waffenembargos, Neubau, Militärstützpunkt, Armee. Ja, runterbauen können wir nicht, ne? Nur neu bauen? Ne, wir müssen runterbauen können. Abbrechen. Budget. Wir rauben einfach das Budget runter. Wir brauchen. Wie? Da, what? Da, wie null? Bringt uns gar nichts? I don't get it. Minus. Zielsetzung. Das kann doch wohl nicht sein. Das kann doch nicht sein. Hier steigt's, ja? Kann nicht sein, dass. Hier. Das kann nicht sein, dass der Abbau Geld kostet. Ah, nee, ich muss wieder umdenken. Es bringt Geld. Ja. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Bestätigen. Geld gespart. Minus 1,9. Okay, Bayern, da wollen wir nicht hin. Weiter geht's. Operation Marie Boiteau. Bloßstellende Überwachung. Ich habe Angst, dass wir durch das Ziel entdeckt werden. Oh. Ich werde die beteiligten Agenten sofort ins Feld schicken und alle kompromittierenden Beweise vernichten. Ich habe den Bericht vor mir und ich habe gerade bemerkt, dass die Saubermänner ein oder zwei Dinge vergessen haben. Ich lese mal vor. Mhm. Eine Dienstwaffe voller Fingerabdrücke und ein gut erhaltener Einsatzbefehl. Die Möglichkeit, dass die Polizei die Spur zu uns zurückverfolgt, kann nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Das ist doch wie in einer schlechten Komödie. Eine Dienstwaffe und der Einsatzbefehl an Ort vergessen. Tja, müssen wir hoffen, dass die Polizei es nicht auf die Reihe kriegt. Das, ne? Schon wieder. Familien und Freunde, wir werden da nichts ändern dran. Anzahl Demonstranten, 5000. Schließen. Das Ziel ist eingetroffen und rund um die Uhr unter Überwachung. Die Daten, die unsere Agenten gesammelt haben, werden regelmäßig erneuert und ein zusammengefasster Bericht kann jetzt von Ihnen eingesehen werden. Viel Spaß beim Lesen. Dankeschön, wo ist er? Ah, der Tennisspieler. Gerne, schwarz und Soll ich so viel Kaffee trinken? Mit Vergnügen. Das nennt man Empfangen. Du bist Profisportler im Dienste der Schweiz. Da kannst du doch kein Champagner trinken. Danke. Großartig bist du. Es ist wirklich ein Beispiel. Fantastisch hier. Danke, das geht mir nah. So, im Anbieten Mitglied der eigenen Partei. Wenn es Ihnen eine... Ja, super. In Fragen bitten Sie öffentlich zu loben. Wenn es Ihnen eine Freude... Aha, das reicht mir schon. Dankeschön. Tschüss. Hallo Sophie. Käffchen. Ja, dein Gespür, ich weiß. Champagner? Och, mit Vergnügen. Das nennt man Empfangen. Ach, Sophie. Schmiergelami, nein. Die Medaille der Nation. Oh,
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich bin sehr geehrt. So viele Männer und Frauen unseres schönen Landes haben Sie bereits erhalten. Und gleichzeitig ist es eine schwere Verantwortung. Ich werde mich bemühen, mich dieser Auszeichnung würdig zu erweisen. Schön, Sophie, danke. Vielleicht willst du noch Parteimitglied werden. Danke, passt schon. Wir machen sie zur Familienministerin. Nein, bitten öffentlich zu loben. Ja, wunderbar, mehr geht nicht, ne? Sehr schön. Die Presse wird sich dann nur so von uns über Besetzung, Menschenrechte, Toleranz, Militärpolitik, öffentliche Finanzdemonstration. Wir haben ein paar Punkte verloren. Trapier. Ich glaube, Besetzung ist doch hier, ne? Holla, die Waldfee. Büro der Nationalen Jägervereinigung. Demonstration. Die Jäger. Die Jäger sind wieder gegen pazifistische Politik. Das ist ja klar. Dann laden wir den ein und werden ihn bestechen oder so. Okay. Was war noch? Vereinigung der Polizeibeamten. Da werden wir einfach die Polizeibeamten ein bisschen finanziell besser dastehen lassen. Bestätigen. 100 Franken pro Monat mehr. Also mehr geht echt nicht. Was war noch? Koalition der Ultrakonservativen. Ja, da wird nichts passieren. Koalition der Ultrakonservativen. Dauer der Demonstration: 6 Tage. Bald streiten wir Einlass. Ungern. Gösgendeniken. Ah, ein Kernkraftwerk. In Gösgendeniken. Und in Besno. Und in Leibstadt. Da, schau her. Hier, der Teil der Schweiz. Hier ist Liechtenstein. Mit dem Grauspitz. Das ist ja lustig, dass wirklich bei diesem Mikrostaat noch den höchsten Berg dazu gestellt haben. Je nachdem, wie man es aussprechen will. Bellinzona. Ich muss zugeben, noch niemals davon gehört zu haben. Aber ich bin auch ein totaler Noob, was die Schweiz angeht. Ja, ist total. Gerade jetzt marschieren Demonstranten, um gegen ihre Politik zu protestieren, mit extremistischen und hasserfüllten Slogans, die ich ihnen ersparen will. Nichts, was wir nicht bewältigen könnten im Augenblick, da ich schon Verstärkung herangeführt habe, aber wir sind bei solchen populistischen Bewegungen immer vorsichtig, da sie leicht in extreme Gewalt umschlagen können. Ich bin der Meinung, dass wir hier nicht einschreiten, auch wenn wir es könnten. Weil, folgender Gedankengang. Wenn wir jetzt einschreiten, dann heißt natürlich, der Staat hat da drauf geklopft und das ist ja böse. Andererseits sind es extrem Rechte. Ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagen wird, gut so. Andererseits bin ich der Überzeugung, dass eine gesunde Demokratie sowas zu ertragen hat und sowas zu ertragen muss, ja, ohne Gewalt anzuwenden. Und das sitzen wir aus. Sie geben Ihrem Land einen großen Zug frischen Atem. Wirklich lobenswert. Dankeschön. Partei für die Verteidigung der Natur. Generalsekretär. Oh, da schau her. Ja gut, das ist ja, denke ich mal, unser Koalitionspartner. Wobei es in der Schweiz natürlich einen Koalitionspartner gibt. Also es ist zwar auch eine parlamentarische Demokratie, aber mit mehr plebiszitären Elementen. Also man spricht bei der Schweiz eigentlich von einer plebiszitären Demokratie. Da die Bürger nicht nur alle 4 Jahre ihre politische Macht abgeben, komplett für 4 Jahre, für immer und ewig und dann nie wieder gefragt werden, sondern die Bürger mit in wichtige Entscheidungen einbezogen werden. 470 Menschen, das ist so keine Demonstration. Der Jäger, 1200 Menschen. Ich werde gleich die Jäger besteuern, wenn das so weitergeht. Sit-in immer noch der Verteidigungsminister. Auch weiterhin Sit-in. Provokation. Die Teilnehmer des Sit-ins haben unsere Männer verbal angegriffen und die Regierung beleidigt. Ich fürchte, dass die Situation uns schnell aus dem... Ja, was wollen sie denn machen? Ich meine, mir scheint die Situation ja trotzdem unter Kontrolle zu haben. Und, ah ja, das ist auch die letzte. Da gibt es keine Demos mehr. Sehr gut.
Präsident des Büros der Nationalen Negervereinigung, Luciano Fassa. Luciano, möchtest du einen Kaffee? Gerne. Schwarz und stark, bitte. Gut, und ein Glas Champagner. Gut, doch ein wenig Anstand. Ich dachte schon, man würde mich hier verdursten lassen. Schön, Luciano. Entschuldigung, dass ich ein bisschen schreie, aber deine roten Haare machen mich so aggressiv. So, der Nationale Jägervereinigung, der wird sich freuen, wenn wir ihnen sagen, dass seine Anhänger stolz auf ihn sein können. Hören Sie mit dem Quatsch auf. Ich kenne Sie zu gut. Sie und Ihre Heuchelei. Das ist doch keine Heuchelei, Luciano. Darf ich mal anfassen? Schön. Schmirgelamiden, nee. Großartig, ja, da bringt ja nichts, ne? Er ist für Heuchelei nicht zu haben. Für Schmeicheleien. Minister werden wir nicht machen, loben wird uns auch nicht. Medaille kriegt er von uns auch nicht. Die Abstimmung hat stattgefunden, aber bedauerlicherweise wurde das Gesetz nicht verabschiedet. Oh, der Mindestlohn war das. Der Mindestlohn. Probieren wir nochmal, aber anders. Also wieder so Schritt für Schritt, ne? Bisschen weniger. Arbeit, Gesetzgebung, festlegen des Mindestlohns, $100 Millionen müssen drin sein, bestätigen. Und, ja, da sind schon eher dafür. Siehst du, kleine Schritte sind auch Schritte. Wege entstehen dort, wo sie gegangen werden. Sie haben die Grundlagen der ökologischen Sache verändert. Ja, ich würde eher sagen, dass Sie sich als richtige Schutzmauer vor die Ausbeutung unseres Planeten stellen. Im Namen aller Kinder, vielen Dank. Gern geschehen, so bin ich halt. Ich weiß es nur nicht gerade, worauf er anspielt und wieso, aber schon... Oh, die Verrückten haben seit 15 nicht zu gehen, wenn die Regierung Druck macht. Ja, was wollt ihr denn? Ich hab doch schon das Kindergeld erhöht. Familie, Schmamilie. Wir haben ein Problem. Meine Quellen haben herausgefunden, dass die Presse über mehrere Fluchten berichtet, die sie bloßstellen können. Im Klartext, ich befürchte, dass sich da eine Dynamik nach Murphy in Gang setzt, die tödlich sein kann und die, ja, zu einem Skandal führt. Kurz gesagt, rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Hätten wir es nochmal nicht gemacht, aber nun gut, da müssen wir durch. Es gibt viele Menschen in Machtpositionen, die solche Skandale überstanden haben. Und wir sind ja beliebt, mit 53%. So, Familienhilfen festlegen, ja, da ist, achso, ja gut, wenn das hier erstmal durch ist, gehe ich mal davon aus, dass sie uns wieder lieben. Die Prozession zieht jetzt gerade durch die Straßen. Die wichtigsten nationalistischen Hardliner haben sich natürlich angeschlossen und marschieren hinter ihren Flaggen her, umgeben von beeindruckender Security. Obwohl es bis jetzt noch keine bedauernswerten Zwischenfälle gab, bleibt die Situation potenziell gefährlich. Demonstration gegen die marxistische Politik der Regierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas wirklich gäbe. Mal angenommen, morgen wird das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Dann gehen die Leute doch nicht... What the... Ich werde Ihnen meine Kinder nicht geben. Sie sind bereits unter genügend schlechtem Einfluss von Schule und TV. Lieber Gott, fassen Sie sich ein Herz und denken Sie daran, wie sich Ihre Mutter um Sie gekümmert hat, als Sie ein Kind waren. Es sind, glaube ich, tatsächlich die Auswirkungen der Einführung der Homo-Ehe. Also nicht die Auswirkungen der Homo-Ehe, sondern die Proteste dagegen, nicht wahr? Geschäftsleute marschieren gerade durch die Straßen. Ach, Geschäftsleute, Geschmächtsleute. Ja, die legen sich wieder, die kleineren Schwierigkeiten. Die legen sich wieder. Sobald das Kindergeld erhöht ist, gehe ich davon aus, dass das alles sich in Wohlgefallen auflöst. Die Abstimmung hat stattgefunden und das... Jupp, die Rente ist erhöht. Frau Präsidentin, die Schwierigkeiten sind kurz davor, im ganzen Land zu explodieren. Da machst du schon kleine Schritte. Kleine Trippelschritte. Die Demonstranten sind dem Ruf gefolgt, quer durch das Ganze. Und was passiert? Die Rechten. Geschäftsleute marschieren gerade. Geschäftsleute marschieren nicht. Geschäftsleute treffen sich in Hotellobbys, essen Kaviar, schmieren sich da gegenseitig damit ein.
und besprechen, machen dann Lobbyismus. Sedin gegen die familienfreundliche Politik der Regierung, der Frieden. Frau Präsidentin, waren Sie auf den ersten Toten, um einzuschreiten, oder greifen Sie endlich ein, um den Frieden zu erhalten und die Demonstrationen nicht noch schlimmer werden zu lassen? Die Situation hat sich 10 Tage nicht verbessert und riskiert, immer schlimmer zu werden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kyu-Chul Choi, oder auch Ban Ki-moon, schickt eine Depesche an uns, dass wir hier einschreiten sollen, im Frieden sichern, indem wir Gewalt anwenden. Nee. Oh no, ist unsere Beliebtheit. Ja, wir müssen. Das Spiel verlangt es, ne? Das Spiel verlangt es. Es ist gegen meine Überzeugung. Aber geht nicht anders. Die Abstimmung hat stattgefunden, aber bedauerlicherweise wurde das Gesetz nicht verabschiedet. Der Sozialhilfesatz. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Endlich. Die Demonstranten sind dem Ruf gefolgt, quer durch das ganze Land ihre. Demonstration fertig. Sehr gut. Und jetzt sind nur noch hier die. Die Polizei ist beauftragt. Die Prozession zieht jetzt gerade durch die Straßen. Geht einiges. Wünschen Sie die Armee einzusetzen, um das Sit-In zu zerstören? Ablehnen! Wir werden nicht die Armee im Inneren einsetzen, um Demonstranten aufzulösen. Das ist ihr grundgegebenes Recht. Das wird nicht gehen, was? Lassen Sie mich offen sprechen. Sie beschreiten den falschen Weg. Ich höre gar nicht auf dich. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Was willst du von mir, hä? Wer bist du überhaupt? Hast du Respekt vor mir? Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Zu lang über die Familienpolitik, siehst du? Jetzt lösen sie sich von alleine auf gleich. Die Ministerin für Bildung gefährdet unsere Aktion. Die Bildungsministerin. Wir schauen mal, ob die Bildungsministerin auch ihren Doktortitel wirklich verdient hat und nicht etwa abgeschrieben. Das wäre natürlich ultra peinlich, wenn die Bildungsministerin ihren Doktortitel sich erschlichen haben sollte mit unsauberer Arbeit. Noch peinlicher wäre es, wenn die Bildungsministerin sofort ihre Doktorarbeit geschrieben hätte, ohne einen Magisterabschluss davor zu machen. Das ist möglich, ja. Also man kann desertieren, muss ich sagen. Eine Dissertation schreiben, ohne Magister, also das ist praktisch, du überspringst einen Abschluss, ja? Du kannst gleich eine Doktorarbeit schreiben und hast damit den nächsthöheren akademischen Bildungsgrad. Das geht. Das Ding ist nur, wenn du den dann entzogen bekommst, dann hast du auch keinen Hochschulabschluss. Dein höchster Schulabschluss ist dann ein Abitur. Das bedeutet, ich habe denselben Schulabschluss momentan, ja, dasselbe Bildungsniveau, wie die ehemalige Bildungsministerin der Bundesrepublik Deutschland. Mein Grinsen im Gesicht, da ist so eine glammheimliche Freude, weil ich unter ihr persönlich gelitten hatte, höchstpersönlich. Die kamen zu mir und hat mir so ein Eis geklaut und es mir dann auf den Boden geworfen, dann auf den Finger auf mich gezeigt und gesagt, ha, 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 da schau her, du kleiner blöder Junge, du. Nee, sie war, bevor sie Bundesbildungsministerin war, Bildungsministerin in Baden-Württemberg und dem Bundesland, in dem ich meine Bildung erlangt habe. War nicht alles schlecht, aber es gab so das eine oder andere noch einen Punkt, wo ich nicht ganz so mit ihrer Politik einverstanden war, wo ich glaube, dass sie sich einfach nur profilieren hat wollen, was sie anscheinend auch geschafft hat, dass sie dann zur Bundesbildungsministerin wurde und dort gerade so weitergemacht hat. Und da ist es mir natürlich eine klammheimliche Freude, dass sie jetzt mehr oder weniger ihren Doktortitel verloren hat, dass man ihr nachgewiesen hat, dass sie da plagiatiert hat, weil solche Menschen, die nur auf Karriere aus sind und nur hier profilieren auf Kosten anderer, die haben sich anders verdient. Da finde ich es gut, dass sie mal einen Dämpfer bekommen und ein bisschen Demut lernen. Ist das schlimm? Ist das eine schlechte Eigenschaft von mir? Ihr entscheidet. Sag mal, der Innenminister, wenn das so weitergeht, trotz aller Bemühungen von unserer Seite, das City auseinanderzutreiben, haben es die Demonstranten geschafft, dort zu bleiben und uns auf Distanz zu halten. Die Kämpfe beginnen sich mit der Stadt auszuweiten und nehmen gefährliche Ausmaße an, Frau Präsidentin. Mir zählten 2 Tote! Keske, Bes!
Wir zählten zwei Tote und sind völlig überfordert. Sie sollten die Armee einsetzen. Ich sehe jetzt doch nicht die Armee. Ich wollte eben sagen, sobald es dazu kommt, dass man die Armee im Inneren einsetzt, um Demonstrationen aufzulösen, dann sollte man sich überlegen, ob man der Richtige für den Job ist. Ja, weil es ist ja so, vom Volk her leitet sich ja überhaupt erst unsere Autorität her. Ja, die politische Macht, die ist uns ja nicht von sonst wem gegeben, sondern vom Volke. Ja, und jetzt sagt das Volk, hey, wir haben dir politische Macht gegeben, um was zu machen, jetzt machst du aber was völlig anderes, mit dem wir überhaupt nicht einverstanden sind, gib sie wieder her. Ja, und dann zu sagen, haha, einen feuchten Furz werde ich tun, ich gebe doch nicht meine politische Macht wieder her. Nein, im Gegenteil, ich werde sie nutzen, um zur, wie heißt es, zur Gewalt zu greifen, zur alle Gewalt geht vom Staate aus. Nee. Alle Macht geht vom Volke. Nee, also der Staat ist ja der Einzige, der wirklich die Macht darüber hat, hier handfeste Gewalt einzusetzen. Und da sind wir jetzt vor der Entscheidung. Dass die Familienfreundlichkeit. Wir können. Ich finde es unglaublich. Ich finde es unglaublich, weil das Spiel mich jetzt vor eine Gewissensfrage stellt, ja? Als Regierungschef. Als Präsidentin muss ich das Militär einsetzen, ja, um Schlimmeres zu verhindern. Aber als Mensch mit Überzeugungen und Idealen kann ich das nicht machen. Ich bin, dass das Spiel mich mal auf so eine Gewissensprobe stellen würde. Ist unglaublich. Das Gute an einem Spiel ist ja, an einem Computerspiel, die Konsequenzlosigkeit, ja. Ich werde ablehnen. Ich werde sie nicht einsetzen. Und wenn ich abgesetzt werde, vielleicht soll ich von alleine gehen. Mach ich natürlich nicht. das oberste Ziel eines Politikers. Na, wir werden da nichts machen. Ist es tatsächlich, eben an die Macht zu kommen? Hat wer gesagt? Genau. Der Gründer der Sozialwissenschaften, Max Dingensbums. Vergesst, was ich gesagt habe, mir fällt der Name nicht ein. Und das ist schon traurig. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Frau Präsidentin, der Ärger fliegt uns gerade um die Ohren. Mittelstand Space. In Mittelland Space. In Mittelland Space. Das ist nice. Wir tun schon das Maximum, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ist okay. In Mittelstandspace verschlimmert sich weiter. Ganze Herden von Kühen und Schafen blockieren die Straßen. Die meisten Tiere tragen ein Schild, auf dem steht: Ich bin unschuldig und Bertrand Nana ist schuldig. Wer ist Bertrand Nana? Der Innenminister. Wie sieht's eigentlich mit seiner Popularität aus? Aha. Wir sind in einer Sackgasse. Das Land steht am Rande des Abgrunds und in den Augen der Menschen sind sie alleine verantwortlich. Das Parlament tagt und hat vor, sie zu entsorgen, bevor es zu spät ist. Es ist meine Pflicht, ihnen den Rücktritt zu empfehlen. Die Geschichtsbücher werden schreiben, dass sie Mut gezeigt haben, anstatt wie ein Blutegel an der Macht zu hängen. Aber es ist nun an ihnen, eine Entscheidung zu fällen. Also, nur unter uns zweien. Werden sie zurücktreten? Nur unter uns zwei. Ich trete es zurück und es bleibt unter uns beiden. Ich darf dann weiter regieren. Und außerdem, Fausto, finde ich es ein bisschen fragwürdig, dass du hinter einem asiatischen Tempel, vor einem asiatischen Tempel stehst, während wir hier skypen. Ich möchte sagen, dass du eventuell für einen anderen Staat arbeitest, aber das könnte man meinen. Vielleicht solltest du das dir mal überlegen. Bevor wir antworten, will ich da noch gar wissen. Man spricht nur noch von deiner Unbeliebtheit. Mama. Du bringst die ganze Familie in Misskredit. Ich weiß, Mama. Reagiere um Himmels Willen. Tut mir leid, Mama. Ist okay. Ich kann es mir mal gewiss nicht vereinbaren, die Armee im Inland einzusetzen, um diese Demonstration aufzulösen. Ich kann aber auch nicht es mir mal gewiss vereinbaren, die Homo-Ehe wieder zurückzunehmen. Was ich mir mal gewiss vereinbaren kann, ist zurückzutreten, ja, und dieses Land vor die Hunde gehen zu lassen. Ich werde diese Gelegenheit nutzen und jetzt tatsächlich abtreten. Mit erhobenen Hauptes, ja. Das hier wird nicht besser. Wir sind bei 10%. Die Unruhen, die Schwierigkeit. Hier steht immer kleinere Schwierigkeiten. Man schreibt in die Zeitung. Sit-in.
Gebäude zerstört, Spannung steigt. Ich kann es nicht länger verantworten. Ich werde zurücktreten. Ich bedanke mich an dieser Stelle, ja, für all die Wochen, die ich Präsidentin sein durfte. 4 an der Zahl. Es war mir eine Ehre, diesem Land gedient zu haben. Vielen Dank an das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde. Ich sah einen klaren Regierungsauftrag, als ich von wenigen Leuten gewählt wurde. Und wünsche Ihnen und Ihrer Familie nur das Beste. Spezialausgabe. Donnerstag 3. Anne-Sophie Dulin verlässt die Macht. Es ist durch die Stimme seines Kabinettschefs geschehen, ihres, dass der Chef, die Chefin des Staates, lakonisch ihren Rücktritt vom politischen Leben ankündigt. Ein erwarteter, aber kein beschämender Ausstieg. Man kann lange über diese Wahl spekulieren. Anne-Sophie Dulin ist zurzeit nicht zu erreichen. Aber die Meinung der Kenner ist, dass es klar ist, damit einer sich drohend nähernden Absetzung zuvorzukommen. Diese Flucht erstaunt überhaupt nicht. Anne-Sophie Dulin hielt schließlich den Rekord in Unbeliebtheit. Meine Damen und Herren, Beschreibung der Partie. Niveau 1. Wählen Sie ein Land und führen Sie deshalb im 1. Januar. Wir haben es bis zum Februar geschafft, was schon mal ein neuer Rekord ist. Punkte für die Partie 430. Bonus für Popularität. Dass wir noch einen Bonus bekommen haben. Für verabschiedete Gesetze. 4 haben wir durchgesetzt. Dauer 33 Tage. Diplomatisch verbundene Länder 109. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt mich schon bei der ersten Folge abgeschaltet. Und ich hoffe mal, dass jetzt, wenn diese Videos hochgeladen worden sind, in den Kommentaren keine wutentbrannte Debatte über Politik zustande kam. Mein Handy klingelt gerade. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigung für die Unterbrechung während dieses schwerwiegenden Momentes, aber es war wichtig. Auf jeden Fall, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Kommentare halten sich in Grenzen. Und ja, ich denke mal, das war's für Politik Simulator 2 soweit. Ich kann mir gut vorstellen, mit Politik Simulator 3 weiterzuspielen. Dann warte ich noch auf Antwort von Eversim, dem Hersteller und Publisher des Spiels, ob das klar geht, und hoffe dann, mich morgen mit einer neuen Ausgabe, also mit dem neuen Let's Play zu Politik Simulator 3, zurückmelden zu können. Bis dahin, euer Egon Sonn.